Wir haben hier unseren Elektrolumineszenzprüfstand. Das hört sich erstmal kompliziert an. Das Ganze funktioniert so. Wir nutzen das Ding, um die Solarmodule auf Qualität zu prüfen. Und wir können mit diesem Prüfstand sehen, ob zum Beispiel einzelne Solarzellen Risse haben oder gebrochen sind, was man mit dem bloßen Auge so nicht sieht. Und das Ganze funktioniert so. In diesem Prüfstand ist hier in der Mitte eine Kamera integriert. Eine ganz spezielle Kamera, die Infrarotlicht aufnehmen kann. Und was wir jetzt machen, wir kehren den Effekt der Solarmodule um. Das heißt, wir haben einen dunklen Raum, den haben wir in dieser Box. Und wir schließen an die Solarmodule eine Spannungsquelle an und schicken einen Strom durch die Panels. Und dann fangen nämlich die einzelnen Zellen an zu leuchten. Also sozusagen der umgekehrte Effekt von der eigentlichen Funktion von dem Solarmodul. Und wenn dieses Solarmodul leuchtet, das ist ganz schwach, das kann man mit bloßem Auge nicht sehen und auch mit normalen Kameras nicht aufnehmen. Aber mit unserer Spezialkamera geht das eben. Und dann, das werden wir gleich sehen, sieht man eben, wie diese Zellen leuchten. Und wenn man dann diese Zellen sehr doll stresst, dann können eben so Zellbrüche entstehen, die man dann ganz deutlich sehen kann. Und wir machen jetzt hier mal einen Test, indem wir aus 1 Meter Höhe eine kleine Glasmurmel auf die Zellen schmeißen. Und dann wollen wir eben mal schauen, wie sich das verhält. Und wir haben jetzt hier in diesem Test zwei unterschiedliche Solarmodule. Einmal ein sehr einfaches Panel, wo einfach die Solarzellen in ein Kunststofflaminat gebacken sind. Und einmal ein Panel unserer neuesten Generation, wo wir noch zwei Kompositschichten mit im Laminat integriert haben, die die Zellen nochmal zusätzlich schützen. Und da wollen wir uns jetzt den Unterschied mal angucken. Und jetzt schmeißen wir erstmal eine auf das alte Panel ohne die Kompositschichten. Okay, und jetzt schmeißen wir noch mal eine auf das Panel mit den Kompositschichten. Ja, wir sehen jetzt hier bei dem alten Panel sind sofort Zellbrüche entstanden. Das sind diese schwarzen Kreuze. Also wir haben hier so einen Kreuzbruch. Und hier bei unserem neuen Panel, ich weiß nicht, wo die Murmel hier genau aufgekommen ist, aber da ist eben kein Zellbruch entstanden, weil diese Kompositschichten das Panel an der Stelle stabilisieren. So, ich markiere den Zellbruch jetzt einmal, damit wir gleich uns die Stelle einmal genau anschauen können. So muss ich hier leider ein bisschen Licht reinlassen. Jetzt müssen wir mal gucken, wo ist das denn? Ja, einigermaßen getroffen. Ja, wir sehen jetzt hier die markierte Stelle. Also hier ist sozusagen der Zellbruch entstanden durch die Glasmurmel. Und wenn man jetzt eben hier ganz genau reinguckt, sieht man eben nichts. Also man kann den Zellbruch mit dem bloßen Auge nicht erkennen. Das sind so Microcracks in den Solarzellen, die dann zu Leistungseinbußen führen. Wenn man dann viele Zellbrüche drin hat, können die Stellen auch warm werden und ja, insgesamt die Leistung reduzieren. Vor allen Dingen, wenn jetzt mehrere Zellbrüche über Kreuz laufen, dass ganze Flächen der Solarzellen ausfallen, dann wird die Leistung drastisch reduziert. Und wenn man jetzt eben sich ein sehr günstiges Panel kauft, was nicht durch eine Platte verstärkt ist oder nicht durch Kompositschichten verstärkt ist, muss man eben damit sehr, sehr vorsichtig umgehen. Und ich weiß aus Erfahrung, wenn man sich da sehr günstige Panels irgendwie bestellt bei eBay für 80 Euro, dann kommen die teilweise schon mit diversen Zellbrüchen bei einem an, ohne dass man es weiß. Also da muss man eben drauf achten. Bei unseren neuen Panels haben wir in dem Laminat Kompositschichten mit integriert, um die Zellen zu schützen. Und damit sind wir super zufrieden. Wir haben die jetzt seit 3 Jahren im Test. Und auch wenn wir jetzt zum Beispiel beim FlynnRail das Solarmodul in die Reling einhängen, auch bei schwerem Wetter, viel Wind, bei den Manövern sind die Solarzellen in dem Panel immer gut geschützt. Und ja, wir haben ein langlebiges und zuverlässiges Produkt.